Das ist Charlies Glas. Können wir es nicht mitnehmen? Das nehme ich nicht. Charlie würde es vermissen. Ist doch Chili Gold. Okay, ein Haufen Mystical Wallets of Car-Karten. Captain Red Aufsteller. Das ist Captain Red. Okay. Ein ziemlich lahmer Superheld, wenn du mich fragst. Also lass mal. Okay. Ein Captain Red Poster. Comics, Comics und noch mehr Comics. Können wir da was mitnehmen? Meisten sind Klassiker. Aber danke. Nein, ich habe jetzt ein echtes Leben. Okay. Tolle Auswahl. Wirklich tolle Auswahl. Poster. Die stehen alle zum Verkauf. Okay. Kein Interesse. Ja, Energieschwert. Ich glaube nicht, dass mir dafür eine Verwendung einfällt. Okay. Die legendärste Waffe aller Zeiten. Ah, was ist das denn? Sieh mal einer an. Was haben wir denn hier? Ein super Zuckerschnecke-Katalog, genau wie der, den der alte Film mal hatte. Da ist eine Erstausgabe vom Super Zuckerschnecke-Unterwäsche-Katalog von 1972 drin. Damit könnte ich Phil sicher gut besänftigen. Das wäre nicht schlecht. Eine Statue. Würde ich gern. Wir brauchen Schloss. Holy fuck! Das ist ja mal ein Sicherheitssystem. Holy fuck! Okay. Können wir das denn nicht mit dem Draht lösen, das Problem? Ja, das ist eine gute Idee, aber die Form stimmt noch nicht ganz. Okay, die Form stimmt noch nicht ganz. Ein Stück Draht vom Entenbügel. Können wir. Ich glaube, ich brauche etwas Aggressiveres als diesen Hammer, wenn ich die Form des Drahts verändern will. Etwas Aggressiveres? Dein Entenbügel. Vergiss es. Ja, die Teleskopente ist nur für ernsthafte Angelegenheiten da. Etwas Aggressiveres. Etwas Aggressiveres. Die Feder... Das klappt noch nicht so ganz. Nee, das habe ich mir auch gedacht. Die Form davon hat sich ganz schön verändert. Okay, dann nehmen wir das Ding doch. Passabler Dietrich, aber da fehlt noch was. Denk nach, Randall. Denk nach. Nein. Pass auf. Wir nehmen den Dietrich das mit dem. Das klappt noch nicht so ganz. Okay. Das... Ja, es war nur ein Versuch. Ich glaube nicht, dass das hin. Ich glaube, ich brauche etwas Aggressiveres als diesen Hammer, wenn ich die Form des Drahts verändern will. Das macht kein. Etwas Aggressiveres? Was ist denn aggressiver als. Ups. Als. Ich glaube nicht. Nee. Was ist denn aggressiver als. Das wird nicht klappen. Als ein Hammer. Aggressiver. Wir haben auch keine Säure. Steht nicht. Ja, ja. Eine Girlande, okay. Etwas Aggressiveres. Wir haben natürlich die Zitronensäure nicht mehr. Keine Ahnung. Das macht keinen Sinn. Ja. Etwas Aggressiveres. Okay. Geh einfach mal jetzt mal wieder runter zur... Ich hab seit ich 23... Okay, Entschuldigung. Ich gehe jetzt einfach mal runter zur Straße. Etwas Aggressiveres. Kann ich nicht. Es ist schon zu. Okay. Das ist das Büro vom Psychiater. Okay. Kann ich... Okay. Etwas Aggressiveres. Was haben wir denn, was, Aggressiveres. Ich bin gerade am Überlegen. Haben wir irgendwo... Haben wir irgendwo ein Gefäß stehen oder sonst irgend sowas? Ich wüsste leider nicht was. Der Trichter, der bringt ja auch nichts. Nein. Ja. Ist nicht mehr sehr elastisch. Ist nicht mehr sehr elastisch. Ein Stück Draht vom Entenbügel. Okay.
hübsche Girlanden. Das muss ich nicht aufhübschen. Ja, Entschuldigung. Es gibt keinen Grund, dass... Ich weiß. Nee, das bringt ja auch nichts. Nee. Ich weiß es gerade nicht. Kann ich nicht zum Beispiel das hier... Energiestadt. Das macht keinen Sinn. Kann ich das Schwert mit? Schon wenn ich es nur anschaue, würde ich es gern tragen und die Mauer beschützen. Aber so weit geht's dann doch nicht. Kannst du es denn? Valyrischer Stahl. Okay. Ich bräuchte etwas Härteres als einen Hammer. Bringt das was? Nein. Warum sagt ihr mir, ich bräuchte was Härteres als einen... Ich glaube, ich brauche etwas... Aggressiveres als diesen Hammer, wenn ich die Form des Drahts verändern will. Aggressiver. Das macht keinen Sinn. Aggressiver. Hey, hey, hey! Zahlst du auch dafür? Klar. Du nimmst doch Kreditkarten, oder? Schon, aber nicht von dir. Hast du überhaupt eine? Tja, ich hab Dr. Johnsons Visitenkarte und eine Netzkarte von der U-Bahn. Nimmst du eine von denen? Randall, geh mir nicht auf den Sack. Okay, etwas Aggressiveres. Ich probiere es jetzt mal so. Das macht keinen... Ja, Mann. Okay. Die kann ich nicht rumtragen. Also, Charlie... Ist der Super-Zuckerschnecken-Katalog hier zu verkaufen? Ist der Super-Zuckerschnecke-Katalog hier zu verkaufen? Klar, aber hast du die 500.000, um ihn zu kaufen? Im Ernst jetzt? Sieh mich doch an, ich hab Sticker, aber ich hab nicht mal halb so viel. Wie zur Hölle kann das Ding so viel wert sein? Wie wenig du weißt, Randall Hicks. Das ist eines der wenigen übrigen Exemplare von der 72er-Ausgabe, der seltenste und begehrteste von allen Wonder-Comics. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass es dadurch auch der teuerste ist. Warum glaubst du, wird es von so einem anspruchsvollen und futuristischen Sicherheitssystem geschützt? Verstehe. Tust du das? Etwas aggressiveren. Okay, in Mets Wohnung haben wir den Alkohol. Warum etwas aggressiver als... als der Hammer? Das ist eben gerade die Sache, diese Äußerung, mit der Passable kann ich... Passable Dietrich, aber da fehlt noch was. Denk nach, Randall. Denk nach. Also ich... Es müsste der Draht sein. Das klappt noch nicht so ganz. Ich weiß. Das wird auch nichts bringen. Ja. Okay. Was gibt's denn? Jetzt müssten wir doch eigentlich informationsmäßig... Sieht so aus, als ob Randall den Ring erstmal nicht zurückbekommt. Da müssen wir... Okay. Huch! Ach, cool, mit dem Mausrad geht das auch. Wie cool ist das denn? Okay. Das Sicherheitsschloss, was den Zugriff auf den Katalog erschwert, ist nicht so ausgefeilt, wie es scheint. Es wird also gar nicht so schwer sein, es zu knacken. Als erstes... Was? Das sind ja schon die Lösungen. Warum sind da jetzt schon die Lösungen? Ah, das ist sehr verwirrend. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, wenn man Rätsel einholen will, dann tötet man eine Katze. Warum sind jetzt die Lösungen alle frei?
Okay. Wir wollen an das Heft. Wir wollen an das Heft und brauchen was Aggressiveres. Ich will gucken, ob ich da mit dem Alkohol was anfangen kann. Etwas Aggressiveres. Ich bin gerade am Überlegen. Aggressiv. Okay, wäre der Cocktail gewesen? Oder der Sediment? Das Einzige, was ich eben weiß, ist hier dieser Becher mit dem Alkohol drin. Das macht keinen Sinn. Ja, okay. Das ist Metz Kaffeetasse. Ah, warte mal. Da ist noch Alb drin. Stark. Kann ich mit dem Draht, vielleicht bin ich einen Schritt zu weit, mit dem Draht das hier öffnen? Nein. Nein. Okay. So, mit dem ging es ja auch nicht auf. Wie kriege ich denn diese blöde Schublade auf? Ich krieg sie nicht auf. Hätte nicht mit Training aufhören sollen. Brecheisen habe ich nicht. Und ich weiß, bei Mel hing hinten ein Brecheisen, aber ich konnte es nicht. Ich glaube nicht. Ich probiere es nochmal aus, aber das wird nicht funktionieren. Das macht keinen Sinn. Schade. Okay. Den fasse ich lieber nicht an. Okay. Flipperautomat. Hier ist sonst auch nichts weiter. Regal, Sofa. Mist. So sieht es aus, wenn ich dann halt nicht spoiler. Genau. Dann stehe ich einfach auf dem Schlauch und habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich spiele solche Spiele so gerne. Und jedes Mal bin ich am Verzweifeln. Okay. Wir müssen an dieses Heft kommen. Wir kommen nicht an das Heft, weil wir brauchen etwas Aggressiveres. Okay, ich gehe jetzt zu Aileen nochmal. Und dann will ich mal gucken, ob die vielleicht irgendwas Aggressiveres hat. Ich weiß es nicht. Was ist denn? Haben wir hinten irgendwas nochmal? No. No. Der pennt immer noch. Billardkugel. Können wir uns noch eine mitnehmen? Nee, ich hasse bunte Bälle seit dem Zwischenfall im Kinderland bei Ikea. Okay, nochmal auf Toilette. Da ist jetzt auch gerade nichts zu machen. Was Aggressiveres. Mein Problem ist, ich hänge mich wahrscheinlich jetzt zu sehr wieder an dieser Aussage fest. Okay, was haben wir? Das müssen wir auch noch dicht machen. Nur wie kriegen wir das zu? Was haben wir denn bis jetzt? Kann ich den Trichter da reinstecken? Warum auch immer? Nein. Okay. Oh. Mit dem... Geht nicht, Amigo. Der ist total vertrocknet. Was? Wieso ist der denn jetzt vertrocknet? Entschuldigung, warum ist der denn jetzt vertrocknet? Hatte ich den nicht in Metz Wohnung in... Ich bin verwirrt. Ich bin sowas von verwirrt. Jetzt immer noch hoch zu Matt. So.
von hinten in die Küche, bitte. Und dann nehmen wir uns einmal den Edding und stecken da rein. Der Alkohol hat's geregelt. Okay. Jetzt funktioniert der Edding wieder. Da schreibe ich nichts drauf. Mist. Wo könnte ich denn mal was draufschreiben? Jetzt funktioniert der Edding wieder. Wir haben jetzt hier noch den Feuerlöscher. Da habe ich gestern mein Sandwich drin eingewickelt. Okay. Ein Stück Draht vom Entenbügel. Reste vom gestrigen Sandwich. Die Fernbedienung. Was mache ich mit der Fernbedienung? Jetzt kann ich ihn benutzen. Eine Officer Murray-Figur. Könnte man direkt niedlich nennen. Ist es aber nicht. Mein schönes Radio. Komplett zerdroschen. Kann ich nicht bitte... Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Ist nicht mehr sehr elastisch. Okay. Hotdog, Zeitung, Geld. Das ist Elaines Schminkettli. Will gar nicht wissen, was dieser kleine Spiegel schon alles zu gesehen hat. Okay. Feuerlöscher, Batterie, Rattengift. Hübsche Girlanden. Okay. Nur ein Trichter. Nur ein Trichter. Okay. Ja, ja, ja. Super. Hilft mir gerade auch nicht weiter. Irgendwie komme ich nicht weiter. Okay, wir wollen. Ich gehe jetzt nochmal in den Mail-Shop. Ich will mal gucken, ob ich das Brecheisen doch mitnehmen kann. Eventuell. Ich weiß es nicht. So. Der ist ja noch am Zusammen. Tresen, Müll. Ich kann diese blöde Brecheisen-Ding nicht nehmen. Ich helfe ihm dabei nicht. Okay. Aggressiveres. Okay. Kaputte Uhr. Da kann ich auch nichts mehr mitnehmen. Ich störe lieber nicht. Schade. Weil jetzt könnte ich es echt gebrauchen. Dann kann ich nicht lang. Und die Dosen, die werden ja super aggressiv. Das kann ich nicht rumtragen. Was Aggressiveres? Warum? Okay, kriege ich vielleicht... Ich werde sicher keinen Kaugummiautomaten kaputt machen. Ach, Manno. Da kannst du auch noch nicht runter... Nein. Nein, okay. Gullideckel, Loch. Können wir irgendwas mit dem Loch da machen? Das macht keinen Sinn. Ich weiß. Bitte? Es wäre unklug, da nochmal reinzugehen. Okay. Fremder, Bank will ich nicht. In Metz Wohnung waren wir. Zu Hause waren wir. Waren wir zu Hause gewesen? Ich glaube nicht. Wir hätten nochmal nach Hause fahren sollen. Dann mache ich das gleich nochmal. Irgendwie. Ich werde jetzt nochmal ganz kurz nach Hause fahren. Irgendwo muss es eine Möglichkeit geben. Ich weiß nur gerade echt nicht mehr weiter. Wie schon, glaube ich, nur einmal erwähnt. Ich weiß es gerade nicht. Okay, was haben wir denn hier hinten noch? Hallo? Entschuldigung? Fuck! Was willst du, Kleiner? Ich wollte nur was fragen. Schieß los! Ich warte auf eine Lieferung und habe keine Zeit zu verlieren. Okay, hast du... Weißt du, wie ich ein Sicherheitsschloss aufbrechen kann? Sehe ich so aus, als wenn ich von so etwas Ahnung hätte? Ich will ja jetzt nicht altklug wirken, aber... Hast du mal in den Spiegel geschaut? Sagst du mir gerade ins Gesicht, dass ich wie ein Dieb aussehe? Nein, nein, nein. Würde ich nie. Wobei... Naja, doch. Immerhin bist du ehrlich. Das gefällt mir. Na klar.
Ich bin einfach liebenswert. Dünnes Eis, Kleiner. Und was das Schloss angeht, was soll ich sagen? Besorg dir einen guten Dietrich. Wenn's mal so einfach wäre. Tatsächlich ist es das. Ein Dietrich ist kein Space Shuttle. Alles, was du brauchst, sind ein paar Metallstifte in der richtigen Größe und Form. Klingt machbar. Sag ich ja. Und wenn's dir nichts ausmacht, verzieh dich jetzt. Ich hab zu tun. Na dann, vielen Dank, Herr Dieb. Ey, denk dran. Dünnes Eis. Mein Fehler. Dann bis dann. Okay, unterschiedliche Stifte. Stifte. So, was ich jetzt mal machen werde, ist einmal speichern. So, weil jetzt scheinen wir einfach mal wieder im Lot zu sein. Okay, weiter.